Dann wollen wir mal gucken hier, wie es weitergeht. Okay. Also bisher schaut es ja eigentlich ziemlich gut aus. Die Frage ist, jetzt gehe ich jetzt mit Valda. Ja, ich gehe mit Valda zurück. Ich unterwerfe noch die Menschen parallel dazu. Und gut ist. Ich glaube, das macht einfach am meisten Sinn. So. Die kommen rüber. Da können wir noch bauen. Die kommen rüber. Ja, so viele rüber wie geht, ne? So. Dann haben wir nämlich das ganz gut gelöst. Und dann können wir mal gucken. Ja, nee, das passt soweit eigentlich. Hier können wir noch ein Mühlchen bauen. Da drüben geht nichts mehr, da geht nichts mehr, da unten könnten wir nichts. Helms Klamm hat er jetzt auch endlich aufgegeben. Er wird wahrscheinlich jetzt hier rein wollen, aber das sind auch Bogenschützen und Leute bis zum geht nicht mehr. Ja. Zumindest Leute bis zum geht nicht mehr. Das passt dann schon. Ja, nein, so viel Rumgekämpfe gibt's jetzt gar nicht. Hier, Fornos wird nochmal angegriffen, aber das sollte jetzt auch kein Riesenproblem werden, ne? Und, tja, dann. Dann und wann? Irgendwann ist Schluss, ne? Irgendwann ist Schluss. Ich habe übrigens noch eine Idee für mich selber jetzt, was ich machen kann. Um sicher zu sein, dass er aufnimmt. Mich stört es nämlich unglaublich, dass ich oben nicht mehr von Fraps diese Anzeige habe. Diese FPS-Anzeige. Und ich habe mir vielleicht, ich weiß, ich muss es ausprobieren, ob das klappt oder nicht. Aber die Idee ist halt, dass ich parallel mit Fraps aufnehme. Dann weiß ich nämlich, okay, er nimmt noch auf, er nimmt noch auf. Also zumindest weiß ich, ich habe die Aufnahme mal gestartet. Und dann kann ich, naja. Und wenn ich so stoppe, dann sehe ich auch wieder, aha, jetzt ist sie wieder gestoppt. Also das wäre gar nicht so dumm. Die sterben auch alle. Glückwunsch. Ah, guck, Feuerpfeile. So. Befehle sind erteilt. Mehr gibt's nicht zu tun. So. Übrigens möchte ich mal wissen, wie viel Schaden wir hier machen. Dein Ernst? Wow. Wow. Hätte nicht gedacht, dass der Schaden so gering ist, aber dann müssen wir halt nochmal ein paar Pfeile reinknallen. Ja, du Bannerträger hast Pech gehabt. Reckt. Tot. Das war's. Was mich auch mal interessieren würde, nachdem ich jetzt letztens gelesen habe, dass ich tatsächlich auch Leute habe hier, die mir zuschauen, die allerdings unter 16 Jahre alt sind, was erstmal nichts Schlimmes ist, sondern freut mich auch, dass ich die junge Generation auch anspreche. Haha, lustig. Nein, wollte ich mal fragen, weil mir das doch wichtig ist. Und seid's ehrlich, ich will das wirklich wissen, ob meine Sprache angemessen ist. Und seid's ehrlich, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwelche. Es gibt leider. Wow, wow, wow. Es gibt leider tatsächlich ziemlich. Ja, ich will da jetzt nicht urteilen. Das ist immer eine sehr schwierige Situation. Ich sehe ja auch bloß, was ich sehe. Aber ich habe das Gefühl, dass es teilweise. Oder dass ich teilweise häufig Leute sehe. Das ist so bescheiden zum Sagen. Jugendliche sehe, wo ich dann halt denke. Nee, einfach nur nein. Und das Gefühl habe ich jetzt bei euch nicht. Da täte es mich einfach mal interessieren. Findet ihr, meine Sprache ist in Ordnung, / angemessen oder nicht? Also ich denke mal, dass ich jetzt nicht häufig schlimm fluche, zum Beispiel. Also so ein gewisses Maß an ja, wie sage ich das jetzt, zivilisierten Verhalten, wenn man möchte, will ich ja schon weitertragen. Ich meine, ich erreiche hier einige Leute. Und da jetzt nicht wie der größte Vollhonk dazustehen und dauernd. Ja.
ich sag's jetzt mal ganz spießig, böse Wörter zu sagen, ja, ist nicht mein Ziel. Ich meine, selbst als super kleinster YouTuber, der bloß 10 Leute erreicht, hat man ja irgendwo eine Vorbildsfunktion, die ich sehr gerne erfüllen möchte. Und naja, von dem her tät mich das einfach mal wirklich interessieren. Egal in welchem Alter ihr jetzt seid, also ob ihr jetzt voll die hartgesottenen, was weiß ich, Leute seid oder nicht, oder wo es halt, Kacke ist schon das schlimmste Wort, das ihr kennt, und kann ja auch sein, ist ja in Ordnung. Aber das ist halt das Ding, ich spreche hier halt doch auch, also es sind nicht Millionen von Leuten, keine Frage, aber eine breite Masse, sage ich mal, an Leuten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr steht da alle auf dem Platz. Jeder Abonnent, jede Zahl ist ein Mensch draußen und ihr steht auf einem Platz. Bei mir daheim zum Beispiel, am Rathausplatz. Und ich stehe dann vor euch und rede, während, also, so muss man sich das ja vorstellen. Sollte man. Ich finde, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist nicht, jeder sitzt da vor seinem PC und alles ist abgeschottet und einzeln, sondern man spricht wirklich diese unglaublich breite Masse an Leuten an. Vor allem, wenn man Tausende, Zehntausende oder 14 Millionen Abonnenten hat. Ich meine, wow. Wow. Von dem her tät mich das einfach nur mal unglaublich interessieren. Haltet ihr meine Sprache, mich und meine Art für angemessen? Ob ihr damit einverstanden seid, was ich so von mir gebe oder nicht, ist wieder was ganz was anderes. Aber die Art, wie ich halt rede, welche Sprache ich benutze, das tät mich schon mal interessieren. Ob das gut ist oder nicht. Und jetzt habe ich auch wieder, jetzt kommt wieder das Codewort, passt gut auf. Denn insgeheim, also das ist kein, nicht geheim, es ist auch nicht unbedingt ein Wunsch, aber es ist halt anspruchsvoll. Ich würde es gern können, aber derzeit habe ich weder die Zeit noch wirklich die Lust, es zu machen, vor allem weil es sowas Großes ist. Das Codewort ist Koreanisch. Also, wortwörtlich gesprochen. Es ist, das Codewort heißt Koreanisch. So. Denn durch StarCraft 2 und Zeugs hätte ich sehr gerne irgendwie die Fähigkeit, Koreanisch zu sprechen. Bin aber zu faul, das jetzt zu lernen. Obwohl es richtig cool wäre. Für mich persönlich. Also, das wäre eine Sprache, wo ich sagen würde, jo, hätte ich Lust zu. Dann könnte ich nämlich die Streams von StarCraft auf Koreanisch anschauen. Und ich tät was verstehen. Dann tät ich auch endlich verstehen, wenn sie immer, oh, ah, GG! Also ich lache mich da immer kaputt, aber das macht, für die ist es ja, also, jetzt nicht dieses Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg rassistisch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Heutzutage ist ja auch alles rassistisch, ne? Aber wenn sie reden, ich tät halt verstehen, was sie sagen, ne? Also, ganz blöd gesprochen, wenn du eine Sprache verstehst und sprechen kannst, dann kannst du mit denen kommunizieren und verstehst, was sie sagen. Ein Punkt. So. Und das wäre schon. Sind es diese Blöd-Orks? Wahrscheinlich so. Und das wäre schon ziemlich nice. Weil da hätte ich Lust zu, sag mal so. Da hätte ich tatsächlich irgendwie Lust zu. Koreanisch sprechen. Das wäre schon ziemlich nice. Aber ist halt anspruchsvoll. Also, Englisch war jetzt eine Sache, da geht man in die Schule, da lernt man es zwar nicht, aber man geht in die Schule und lernt so ein paar Grundlagen, so ein bisschen. Und dann spricht man selbst und ja, dann geht's schon irgendwie, ne? So. Aber ansonsten, ja, weil die haben halt. Es ist halt nicht so, dass. Also die Buchstaben sind anders, die Grammatik ist ganz anders. Keine Ahnung, ist halt eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Kultur. Also Englisch ist halt, ja, westlich und fertig und Koreanisch ist halt ganz anders. Also, boom. Ganz anders. Wie wär's denn, wenn du nicht stirbst? Boah, Blödkopf. Unglaublich schlecht gemacht. Ist der echt gestorben? So schlecht? Aber gut, macht nichts. Ich bin ja hier nur auf dem Eroberungsfeldzug. Was ist ein M eigentlich? Was macht ein M? Ach, aufsitzen oder nicht aufsitzen. Ah ja.
Wie gut, dass ich einfach mal random irgendwelche Hotkeys drücke. Eine super Sache. Geil. Echt Bombe. 8,93 war in Ordnung. Hätte besser sein können, hätte ich das Bataillon nicht verloren. Haha! Die Orks stehen am Rande der Vernichtung. Die Zwerge und die Elben haben wir schon gebumst. Also die sind schon tot. Entschuldigung. Vermutlich habe ich mich angesteckt. Bei irgendjemand in der Uni. Weil gestern, ich weiß, es geht wahrscheinlich nicht so schnell, keine Ahnung. Aber gestern, boah, nee. Da, ich hock halt da, Hörsaal. Und dann war da einer. Und der saß mir halt direkt im Nacken. Und der hat gehustet, mindestens 40 Sekunden am Stück oder was. Und dann irgendwann hörst halt auf, dir Ellenbogen oder so vors Gesicht zu halten, sondern hustest halt wie wild durch die Gegend, mir halt immer in den Nacken. Ich habe jetzt nichts gespürt, aber das muss ja nichts heißen. Ja, die Viren, die fliegen ja ein paar Meter weit. Also von dem her, das war nicht so geil, das war echt nicht schön. Gut, bin ich jetzt hier abgesichert? Passt es? Der kann da rein, da stehen Leute, das ist okay. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen Verstärkungen rüber zu ziehen. Das kann nicht so schlecht sein. Einfach mal probieren. Die ziehen danach, die können bleiben. Das passt, weiter geht's. Oh nee. Ah ja, der Eomer wird gesendet, wird entsandt, um die Orks zu retten. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das wird doch nix, oder? Das kann doch nix werden. Am besten Willen. Nope. Das darf nix werden. Nee, die Orks sterben jetzt, dann sind sie tot, weg. Danach kommen die Menschen dran. Tschüss, auf Wiedersehen. Und dann Mordor und dann hat sich das auf Ende. Also da ist jetzt Schluss. Ende. Das war's. So. Du kannst mal scouten gehen. Ihr geht's in Position, rennt dahin, dann dahin. Das sind ja eh bloß die Menschen, naja, ebenso. Also irgendwo müssen sie sein. Du wirst Nummer 1, ihr werdet jetzt Nummer 2. Dann kann ich schön hin und her springen. Da hat's ein Tröllchen, das macht mir jetzt nichts, weil ich Bogenschützen habe. So. Du dahin. Du dahin. Ja. Die haben tolle Schwertkampfkünste. Schaut euch das an, wie die Säbel schwingen. Ja, Wahnsinn. Und doch, und oh, wow. Also gegen den Aragorn hätten die mit den Kampfkünsten keine Chance. Gegen mich hätten sie mit diesen Schwertkünsten keine Chance. Ich bin jetzt echt nicht gut, weil habe ich nie wirklich gemacht. Man hat sich mal als Kind mit Stöcken geprügelt, ne? Und bei mir war das ein bisschen ausgeprägter. Mit mir und meinen Freunden. Den wenigen, die ich hatte. Ja. Aber trotzdem. Aber so schlecht. Nee. Aha, da kommen sie. So, nachdem der jetzt hier ganz böse angreift, wo sind denn meine Baumeister? Ja. So, Blödmühlen werden angegriffen. Oh, die sind ausgerüstet. Also ich baue jetzt einfach irgendwo mal eine Festung. So, Lager des Feindes entdeckt, das ist sehr gut. Tötet jetzt mal den Eomer. Ja, der ist ja nur Stufe 3, der ist ja instant tot und tschüss. Ist Eowyn? Eomers Schwester? Bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube nicht. Weil. Ist sie nicht Theodens Nichte? Dann kann sie nicht Eomers Schwester sein, oder? Oder wie ist denn das? Ich habe keine Ahnung von Herr der Ringe. Das ist so peinlich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also,
Bin ich gerade komplett überfragt? Kein Plan? Also irgendwann muss der Hexenkönig jetzt mal herkommen. Und hier ein bisschen Druck aufbauen, weil der bildet so viel aus. Das nervt ja. Ja, mach doch mal das Türmchen kaputt. Nee, okay. Es wäre heftig gewesen. Stellt euch mal vor, die Fähigkeit vom Hexenkönig hier, Stunde des Hexenkönigs, macht ja, dass alles auf eben verwendet gesetzt wird. Jetzt stellt euch mal vor, das würde bedeuten, dass der aktuelle Auftrag instant abgeschlossen wird. Ich meine, so könnte man das auch verstehen, ne? Eben verwendet, Auftrag abgeschlossen. Das wäre übelst mies. Das wäre echt mies. So, gewinnen wir das jetzt oder nicht? Oder. Rennt! Und sie bleiben stehen. Naja. Gewonnen! GG! Damit sind die Orks auch vernichtet. Es läuft! Seitdem wir die Zwerge besiegt haben, läuft das Ding. 78-0-0. Halleluja! So, jetzt machen wir mal kurz einen Save-Stat hier. Kurz speichern. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber ich glaube, ich mache noch Fornost. Ja, Fornost machen wir noch. Ist nur ein Gegner. Die sind jetzt schon so zerstört. Ich meine, sie haben es zu fünft nicht hingekriegt, Fornost einzunehmen. Das zeigt doch, wie unglaublich overpowered Festungen im Vergleich zur KI sind. Also, gegen KI. Also. Und nachdem wir jetzt bloß gegen einen Gegner kämpfen, rennen wir durchs Haupttor raus. Upsi. So. X-tausendste. Boah, ich hab Hunger! Mann, hab ich gerade Hunger. Ich frühstücke ja nie. Ne? Ah, Hunger habe ich. Aber heute Mittag gibt's Essen. Ich esse in der Uni, in der Mensa. Und normalerweise esse ich da immer Nudeln, weil der Rest. Ich bin nicht der Fleischesser. Und ich muss sagen, meistens ist Fleisch in der Mensa nicht so gut. Oder auch in der Kantine selten. Das ist halt Fleisch auf die große, breite Masse. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Zumindest schmeckt's für mich so. Und nee, ist nichts für mich. Das ist dann viel und billig und das schmeckt man einfach. Außerdem finde ich, dass man braucht nicht so viel Fleisch. Also wirklich nicht. Eins, zweimal in der Woche Fleisch reicht. Eigentlich. Also, ist meine Ansicht. Dieses jeden Tag so viel und zum Frühstück Leberwurst und dann mittags ein Schnitzel und abends noch Nommelwurst oder irgendwie so, keine Ahnung. Finde ich, nee. Das braucht's wirklich nicht. Und deswegen protestiere ich da so ein bisschen dagegen, indem ich einfach sage, Fleisch ja. Also ich bin kein Veganer oder Vegetarier. Obwohl ich vegane und vegetarische Küche sehr mag. Also nicht alles, aber viel. Ich esse gern Gemüsezeug. Also was heißt Gemüsezeug? Das ist halt... Ja, ist schwierig. Bei mir ist Ernährung immer so ein schwieriges Thema. Es gibt weniges, was ich wirklich mag. Ach du große Güte. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Können wir ein anderes Mal drüber reden. Egal. Aber Fleisch halt, ja, will. Ich weiß nicht. Deswegen esse ich da meistens nur Nudeln. Aber auch dann nur, wenn es eine Soße gibt, wo ich mir denke, ja, die ist gut. Also Tomatensoße, Arrabbiata, Napoli, eigentlich nur Tomatensoße. Also so Brokkoli-Creme, ist nichts für mich. Und Bolognese auch nicht so wirklich. Thunfisch schmeckt mir nicht, der ist zu fischig. Also ich bin da sehr speziell, was sowas angeht. Schaffe ich das noch? Das wird knackig. Die Schlacht wird noch knackig. Also das probieren wir jetzt noch. Also da sehr speziell, aber heute esse ich mal was anderes. Heute gibt's... Ich wollte es mal ausprobieren. Sie haben nämlich unter anderem... Also es gibt da sehr viel Verschiedenes. Wir haben Asia, aber das ist nicht so gut. Also, und es ist im Vergleich, wenn ich gucke, wir haben zwar Asia,
Aber keine 500 Meter von der Uni entfernt gibt's einen Imbiss. Und da gibt's halt gebratene Nudeln. Und die sind sehr gut. Also die sind wirklich gut. Und fast so teuer wie das Asia. Wenn du die gleiche Menge haben willst. Also von dem her. Oh, naja. So, jetzt holen wir uns den Mist. Also von dem her esse ich Asia eigentlich in der Mensa auch nicht mehr. Der Reis ist ganz gut, aber die Soße, das Fleisch, das Gemüse in dem Wok, sie machen es nicht schlecht, aber gut ist es auch nicht, finde ich. Das ist halt meine Meinung. Also so schaut's halt aus. Und es gibt süß und salzig, aber das finde ich auch nichts. Das ist eigentlich wie so ein Dessert zum Mittag, nur halt ultra groß. Ist auch nicht wirklich meins. Mediterran ist oft gar nicht schlecht. Aber ist halt meistens auch mit irgendwie Fleisch und dann Fleischmensa, habe ich ja schon gesagt, ist nicht so. Aber was es jetzt gibt, um den Kreis zu schließen. Es wird heute. Es gibt. Was geht denn hier ab? Die sterben jetzt nicht ernsthaft. Ach so, die haben das eingenommen, deswegen. Ja gut, das macht ja nichts. Wenn ich ausbilden kann, wäre das kein Thema. Ich kann nur gerade nicht. Es gibt Kartoffeltaschen mit Feta-Käse gefüllt. Und dazu kann ich mir dann noch irgendeine Beilage holen. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch mehr Kartoffeln. Bratkartoffeln. Es gibt Grill, es gibt Pizza. Pizza kann man sich auch holen. Die wird im Ofen, glaube ich, gemacht. Also, ja, ne. Das weiß eigentlich jeder, aber halt in einem Wischerofen-Dingsbums. Und das ist dann auch nicht schlecht. Ja. Ja, ist halt, wie es so ist, ne? Oh, das ist böse. Ich habe zu spät ausgebildet, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt werde ich kaputt gemacht. Jetzt müssen wir hier mal so Ausbildungsgebäude bauen. So, wenn wir das haben. Ja, ich dachte, die Leute, die ich habe, reichen, aber es sind halt doch. Die Zuchtmeister sind halt doch recht schwach, ne? Es ist halt einfach nur zum Rumspammen. So. Ja, der knallt da drauf. Gebt euch das mit der Keule und Krabum. Tschüss, Mühle. Und gleich zur nächsten. Ach du Kacke. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Da unten hat es irgendwo Warge, ist auch blöd. Aber ich kann gerade nicht wirklich hochgradig starke Truppen ausbilden. Das ist halt gerade nicht möglich. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hieß es doch gerade. So, geht's doch da mal weg. Dann booste ich euch. Da unten. Schau gerade sehr böse aus. Aber was willst du machen? Nee, das zerstören wir auch noch. Ja, Keulen. Jetzt ist der auch gestorben. Das Ding wird kaputt gehen, das kann ich gerade nicht verhindern. Ich glaube, ich baue hier eine Troll- und Wolfsgrube, weil die Trolle sind ganz stark. Vielleicht kann ich mit denen was schaffen. So. Ich meine, ich bilde ja aus, so ist es nicht, ne? Ich bin ja dabei, Stress zu machen, mich zu verteidigen, so ein bisschen irgendwie. Aber weiß nicht, ob das so läuft, wie ich mir das wünsche. Mal gucken. Aber auf die Kartoffeltaschenwelt bin ich sehr gespannt. Auf die bin ich wirklich gespannt. Ob die. Sie sind zwar recht klein. Also, ich glaube, so ist eine und man kriegt drei Stück davon. Dazu gibt es ein bisschen Salat. Salatgarnitur, aber das ist halt. Das ist eine Gabel voll Salat, das war's. Mit Kräuter. Der Kräuterdip, glaube ich. Auf den. Der soll ziemlich gut sein. Aber ich brauche irgendwas dazu. Wahrscheinlich zwei Beilagen Kartoffeln. Keine Ahnung, wird halt arschteuer, aber. Mei.
Ich könnte auch Nudeln dazu essen, aber das ist dann auch irgendwie Schwachsinn. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem, weil der Blödkopf hier oben ist. Und der tötet diesen Baumeister. Der Baumeister ist tot. Wenn ich jetzt dauernd Mühlen baue, bringt mir das nämlich auch nichts. Nee, nee. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, das ich derzeit habe. Ich kann keine neuen Truppen ausbilden. So. Jetzt können wir doch hier mal ein bisschen Schaden machen, oder? Ja, macht's kaputt. Vielleicht gewinne ich den Mist noch. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir das noch. So, Trollkäfige vernichten. Baumeister töten. Jetzt können wir gleich die Orks rufen. Die helfen auch nur, ne? Dann den Führungsbonus zerstören. Das ist halt böse, aber das kann ich überleben. Vielleicht. Kommt drauf an, ob er noch irgendwo einen Baumeister hat. Vermutlich. Aber ich kann zumindest erstmal gut aufhalten. Ja, der Turm macht das auch nicht lang mit. Ah, das tut so weh. Was auch immer da gerade weggebrochen ist. Was geht da ab? Das sind halt nicht mal Teile vom Turm. Whatever. GG. Geil. Läuft. Also wir gewinnen sehr viele Schlachten, muss ich sagen. Da war es mal knapp, aber... Die Gasthäuser können einem sowas von den Hintern rettern. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich ist das. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.